neue Subaru LeVorg. Ein echter Sportstourer mit reichlich Laderaum und hoher Flexibilität für jedes Abenteuer. Erleben Sie den neuen LeVorg zur Premiere am 26. September beim Subaru Autohaus Zimpel und Franke in Schwarzenberg. Nachrichtenkompakt mit diesen Themen heute. Polizei blitzt im Sinne der Kinder. Drachenboote schippern über den Filzteich und Serienbeginn zum Ortsjubiläum in Raschau-Markersbach. Ein wahrhaft ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. Und damit willkommen zu den täglichen Nachrichten bei RTV Kompakt. Bevor wir aber zu den kulturellen Höhepunkten blicken, war meine Kollegin Marli Seidel für Sie in Scheibenberg. Dort stand am heutigen Montagmorgen die Polizei und hat die Geschwindigkeit der sich nähernden Fahrzeuge gemessen. Im Allgemeinen nichts Besonderes, wenn nicht wie in jedem Jahr zu Beginn des neuen Schuljahres wieder die Kinder mitmachen dürften. Jedes Jahr zum Schuljahresbeginn gibt es in ganz Sachsen verschiedene Aktionen zum Thema sicherer Schulweg. Eine davon wird von den Polizeidirektionen Sachsen durchgeführt und nennt sich Blitz für Kids. Hierbei werden Fahrzeugführer durch Polizeibeamte angehalten und Schüler der vierten Klassen überreichen je nach gemessener Fahrgeschwindigkeit eine grüne oder gelbe Karte. Der Auftakt im Erzgebirgskreis zu dieser zweiwöchigen Veranstaltung fand in der Bergstadt Scheibenberg statt. Hier kamen die jungen Viertklässler der Christian-Lehmann-Grundschule, um den Beamten zu helfen. Sie wurden gemessen, 56 km/h im Ortschaft. Sind doch nicht mehr dazu was sagen. Ist das ein Grund? Nein. Was gibt's dafür? Die gelbe Karte im Straßenverkehr. Also immer dran denken. Sie haben ja auch selber Kinder gesonnen. Etwas langsamer. Die grüne Karte wird bei Geschwindigkeiten unter 50 Stundenkilometern vergeben. Die jungen Schüler bedanken sich bei den Fahrzeugführern für ihre Rücksicht im Straßenverkehr und der Fahrer darf sich über einen lachenden Smiley freuen. Bei Fahrgeschwindigkeiten über 50 Kilometer pro Stunde, welche im Bereich eines Verwarngeldes liegen würden, gibt es die gelbe Karte. Die Schüler suchen dann ein Gespräch mit dem Fahrer und fragen nach den Gründen seiner kleinen Verkehrssünde. Bedeutende Ordnungswidrigkeiten, die nicht mehr mit einem Verwarnen, sondern mit einem Bußgeld bewährt sind, werden von den Polizisten sofort geahndet. Die Aktion Blitz für Kids soll vor allem dem Ziel dienen, Autofahrer zu sensibilisieren, in Nähe von Schulen und Schulwegen ihre Geschwindigkeit anzupassen und besonders aufmerksam zu sein. In der zweiten Woche der Aktion werden die Kontrollen ohne Beteiligung der Kinder durchgeführt und die dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten werden mit allen rechtlichen Konsequenzen geahndet. Bei einem besonders tragischen Verkehrsunfall ist am Sonntagmittag, am 13.09. auf der Bundesstraße 95 bei Burkhardsdorf eine junge Motorradfahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war mit einer Bikergruppe von 5 Fahrern unterwegs und hatte in einer Rechtskurve zwischen Burkhardsdorf und Gelenau an der Besenschenke die Kontrolle über die Maschine verloren. Das Motorrad krachte in die Leitplanke. Die 25-jährige Bikerin starb noch an der Unfallstelle. In der Gruppe befand sich neben Familienangehörigen auch der Verlobte der Getöteten. Mit 104 Ausstellern setzt die heutige Ausbildungsmesse in Annaberg-Buchholz ein Zeichen zur Berufsorientierung für Jugendliche und ihre Eltern im Erzgebirgskreis. Zum 9. Mal an diesem Standort bildete sie den diesjährigen Auftakt für dieses erfolgreiche Veranstaltungsformat. 3 weitere Termine folgen in Marienberg, in Aue und in Stolberg. RTV wird weiter berichten.
Im Erzgebirgskreis laufen bereits die Vorbereitungen für den kommenden Winter. Wie das Landratsamt mitteilt, werden derzeit alle Salzhallen befüllt. Ende September sind dann insgesamt 11.000 Tonnen neu eingelagert. Grund für die zeitige Bestellung sind die Kosten. Derzeit kann das Salz zu günstigeren Preisen eingekauft werden als kurz vor den Wintermonaten bzw. während der Saison. Mit den letzten Reserven aus der Vorsaison stehen dem Kreis dann 16.000 Tonnen Salz bereits vor Winterbeginn zur Verfügung. Zusätzlich werden im Laufe des Winters noch ca. 1.000 Tonnen Salz für die Silos geliefert. Der durchschnittliche Salzverbrauch in den letzten Jahren betrug ca. 15.000 Tonnen. Drachenboote markieren seit einigen Jahren den Ausklang der Badesaison am Strandbad Vilsteich in Schneeberg. In diesem Jahr waren 22 Teams der Einladung der Stadtwerke Schneeberg zum Drachenbootrennen gefolgt. Im Finale fuhren die Red Dragons aus Zwickau als erstes Boot ins Ziel. Auf die Plätze 2 und 3 kamen die Inkognitos und die Reisegruppe Immerdurst. In ErzTV, das Magazin, wird ab Samstag ausführlich über das Schneeberger Drachenbootrennen berichtet. In Annaberg-Buchholz hat sich der Branchenverband Kultur- und Kreativwirtschaft Erzgebirge gegründet. Dazu fanden sich 18 Branchenvertreter und Förderer im technologieorientierten Gründer- und Dienstleistungszentrum zusammen. In den vergangenen 12 Monaten hatten ca. 300 Teilnehmer in 4 Netzwerktreffen in Auer, Marienberg und Annaberg-Buchholz mit steigendem Zuspruch bewiesen, dass das Interesse an einer stärkeren Zusammenarbeit sowie besseren Wahrnehmbarkeit der Kreativen sehr groß ist. Ein nächstes Treffen der Kreativen ist für Ende November geplant. 2013 fand sich eine Gruppe von regionalen Jungunternehmern zusammen und gründete das Netzwerk Business After Work. Die Gemeinschaft dient dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Aufbau von Geschäftsbeziehungen. Damit sich das Netzwerk weiter in der regionalen Wirtschaft etabliert, wurde von den Organisatoren mit Blick in die Zukunft symbolisch eine Robinie im Kurpark Bad Schlema eingepflanzt. Ein Baum spiegelt das Sein. Er wandelt sich in den Jahreszeiten, verändert sich und stellt sich selbst her. Er schlägt Wurzeln und ist so unabdingbar mit dem Boden verbunden und das eigentlich für immer. Wir wollen ein Zeichen setzen. Die Verwurzelung mit unserer Heimat, der Ort, an dem nicht nur unser Herz wohnt, sondern wir auch eine Familie gründen, unserer Arbeit nachgehen und unsere Freizeit verbringen. Bereits 2014 wurde von den Jungunternehmern ein Baum, genauer gesagt ein Bergahorn, auf dem Gerichtsweg in Aue gepflanzt. Die Bäume sollen wachsen wie das Netzwerk Business After Work. Der Pflanzaktion in Bad Schlema folgte ein Rundgang auf dem Kunstparcours im Kurpark. Die Bauarbeiten im Schlosshof Schwarzenberg werden ab Dienstag fortgeführt. Die im Schloss befindlichen Einrichtungen sind ausschließlich zu Fuß zu erreichen. Dabei ist allerdings die Auffahrt zum Schloss nicht benutzbar. Ein extra angelegter Zugang über das Grundstück des Seniorenpflegeheimes Schlossberg führt zum Schloss unter Nutzung der Treppenanlage am Nordflügel des Schlosses. Im Schlosshof selbst wird die sichere Fußgängerführung zum Haupteingang des Schlosses und Eingang des Museums durch die Baufirma gekennzeichnet. Im zweiten Teil der Bauarbeiten wird im kompletten Hof Pflaster neu verlegt. Daher bleibt das Museum Perla Castrum nach den Herbstferien vom 26. Oktober bis voraussichtlich 15. November geschlossen. In Schwarzenberg-Sonnenleite hat der Spielplatz am Hang neue Geräte bekommen. Die Kinder konnten sie jetzt erstmals ausprobieren. Neu aufgebaut wurden eine Doppelschaukel, ein Karussell, ein Motorikgerät und ein Spielhäuschen. Mit 2/3 gefördert im Städtebauprogramm Soziale Stadt konnten insgesamt 10.300 Euro investiert werden. Vorausgegangen war ein Wechsel bei der Verantwortlichkeit für den Spielplatz. Lag die früher bei der Schwarzenberger Wohnungsgesellschaft, hat sie nun die Stadtverwaltung übernommen. Der Platz ist im Wohngebiet zentral auf einer Grünfläche zwischen Kindergarten und Ärztehaus gelegen.
Es war wirklich sehenswert, was die Organisatoren um Jochen Theumer für das vergangene Wochenende in Raschau und Markersbach auf die Beine gestellt hatten. Sie selbst hatten das schon als eine Art Festumzug gesehen. Nur, dass hier nicht die Bilder an den Zuschauern vorbeigezogen sind, sondern die Zuschauer an den Bildern. Und so schob sich das Volk fast 3 Kilometer durch den Doppelort, um hier und da mal anzuhalten, zu staunen und auch mitzumachen. RTV Kompakt schiebt das Jubiläumswochenende nun für Sie durch die Woche in einer Serie. Geschichte nicht nur sehen, sondern erleben. Das hatte sich Raschau-Markersbach zu seinem 775-jährigen Jubiläum vorgenommen. 3 Tage lang waren die beiden Ortsteile, deren Geschichte untrennbar miteinander verbunden ist, auf den Beinen. Die Einwohner selbst belebten die historische Festmeile und kamen mit den Gästen ins Gespräch. Dazu gesellten sich Gäste aus nah und fern. Bei dieser Länge der Festmeile den Überblick zu behalten, war gar nicht so einfach. Ein bisschen konnte da die Aussichtsbahn helfen. Mit dem Oldtimer-Schienenbus ging's über das Viadukt bis nach Raschau und zurück. Eine Dampflok wie zu den Heimatfesten der Vorjahre gab es diesmal nicht. Dafür stellte der Künstler Axel Dietz sein Modell der Spur 1 hinter dem Bahnhof aus und Klaus Walter hatte einige Oldtimer ans Bahngelände geholt. Mit dem Cabrio durch den Ort auch eine Möglichkeit, sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen. Was auffiel, mitmachen war ganz groß angesagt, nicht nur bei den Kindern. Aber gerade die waren von ganz einfachen Spielmöglichkeiten begeistert. Und auch das Bild rund um den Aufstand der Nagelschmiede war gern genutzt. Wenn auch die Jüngsten etwas Hilfe brauchten, aber selbst einen großen Nagel herstellen, das Gebläse antreiben und hämmern, das kann man nicht alle Tage. Wenn man sich dann auch noch wie ein richtiger Ritter kleiden kann, dann ist das wirklich Geschichte zum Anfassen und zum Erleben. Morgen also der 2. Teil. Feiern konnten auch die Gornsdorfer. Gleich neben dem Kindergarten wurde der Sportplatz erneuert. Viele schöne Möglichkeiten ergeben sich jetzt zur eigenen Ertüchtigung. Am vergangenen Samstag haben ihn die Kinder und Bürgermeisterin Andrea Arnold übernommen. Gerald Nözel mit einem dreifachen Sportfrei. Um die neu gestaltete Sportstätte am Kindergarten ihrer Bestimmung zu übergeben, hatten die Gemeindeverwaltung und die Leichtathletikabteilung des TSV Elektronik Gornsdorf für den 12. September eingeladen. Und was lag da näher, als das 12. Kindersportfest mit dieser feierlichen Einweihung zu verbinden? 120 junge Athleten im Alter von 7 bis 13 Jahren gingen an den Start. Bevor es aber soweit war, übernahm die Bürgermeisterin von Gornsdorf das Wort. Wer nicht läuft, gelangt nie ans Ziel. Mit diesen Worten von Johann Gottfried Herder möchte ich Sie ganz herzlich hier zur Einweihung unseres neu gestalteten Sportplatzes in Gornsdorf begrüßen. Mir wird heute die Ehre zuteil, diese moderne Trainings- und Wettkampfstätte ihrer Bestimmung und damit den großen und kleinen Nutzern zu übergeben. Dabei bin ich eigentlich diejenige, die den geringsten Anteil an der heutigen Beschaffenheit hat. Dies ist dem Engagement meiner Vorgängerin Monika Kuhner zu verdanken. Diese ist gemeinsam mit der Abteilung Leichtathletik des TSV und dem Gemeinderat vor circa 4 Jahren losgelaufen, wenn man so will, und hat diese Modernisierung geplant, beim Land Sachsen um Fördermittel geworben und den ersten Bauabschnitt abgeschlossen. Heute nun bietet der Platz nicht nur unseren Leichtathleten, sondern auch unseren Schulkindern vielfältige Trainings- und Übungsmöglichkeiten. Das Architekturbüro EMER hat gemeinsam mit den Nutzern des Platzes alles das, was nach den heutigen Anforderungen und Bestimmungen aus dem Platz herauszuholen war, herausgeholt. Mit der Fertigstellung dieses Platzes ist eine weitere Sportstätte unseres Ortes auf dem neuesten technischen Stand und bietet nun optimale Trainings- und Wettkampfbedingungen. Und genau diese sollen heute zum ersten Mal getestet werden. Ich wünsche nun den kleinen und großen Sportlern faire Wettkämpfe, optimale Erfolge und natürlich einen unfallfreien Verlauf. Mit dem symbolischen Banddurchschnitt wurde die Sportstätte ihrer Bestimmung übergeben und das 12. Kindersportfest eröffnet. Schlagballweitwurf, Sprint und Weitsprung standen im neuen Stadion auf dem Programm. Beim Ballweitwurf konnten schnell die Besten ermittelt werden.
Auf Platz 3 kam Vitas Beutler mit einer Weite von 32,50 Meter. Rang 2 belegte Philipp Bauer mit 36,50 Meter und Gold holte sich mit einer Weite von 42 Metern Malte Kramer. Alle Sportler kommen vom LV90 Erzgebirge Thun. Die neue Weitsprunganlage traf bei den jungen Sportlern auf viel Zustimmung. Sie hat eine doppelte, schnelle Anlaufbahn und die riesige Sandgrube. In der Altersklasse 11 weiblich konnte Vanessa Löffler vom SV 1880 Groß-Olbersdorf mit einer Weite von 4,15 Meter den Platz 3 belegen. Mit 4,25 Meter sprang Therese Oehler vom TSV Elektronik Gornsdorf auf Platz 2. Gold im Weitsprung holte sich mit 4,34 Meter Svenja Koban ebenfalls vom TSV Elektronik Gornsdorf. Mit dem 12. Kindersportfest auf einer neuen Anlage hat Gornsdorf bei den Leichtathleten neue Maßstäbe gesetzt. Eine Wettkampfstätte im modernen Stil, die keine Wünsche offen lässt, hat die jungen Athleten am Samstag überzeugt. Jetzt unser Blick auf Termine und Veranstaltungen. Am Dienstag öffnet von 13 bis 17 Uhr das Jobcafé der Arbeitsagentur Anna Berg Buchholz wieder Jobsuchenden, Berufswechslern und Rückkehrwilligen seine Türen. Unser Credo, bei einer Tasse Kaffee plaudert es sich leichter, kam bisher gut bei den Kunden an, resümiert Siegfried Bäumler, Agenturchef in Anna Berg Buchholz. Mehr Infos im Netz unter www.arbeitsagentur.de/Anna Berg Buchholz. Gemeinsam mit der Sächsischen Aufbaubank und der Bürgschaftsbank Sachsen GmbH lädt die IHK Chemnitz Region Erzgebirge zu einem Informations- und Beratungstag am kommenden Mittwoch 10 Uhr in das Landratsamt in Aue und am Donnerstag 10 Uhr in die IHK Geschäftsstelle in Annaberg Buchholz ein. Um rechtzeitige Anmeldung unter Telefon 03733 130 44112 bzw. dagmar.meyer@chemnitz.ihk.de wird gebeten. Unternehmer können sich an diesem Tag konkret und aus erster Hand über aktuelle Möglichkeiten und Bedingungen der Finanzierung von Investitionen, Betriebsmitteln sowie der Unternehmensnachfolge informieren. In der Zeit vom 14. September bis 17. September wird die Wanderausstellung des Deutschen Bundestages auf Initiative des CDU-Bundestagsabgeordneten Günter Baumann in Aue am Altmarkt in der Eingangshalle der Erzgebirgssparkasse präsentiert. Pünktlich zum Herbstanfang ist es wieder an der Zeit, sich mit Korb und Messer auszurüsten, um in unseren Wäldern nach Schwamme zu suchen. Am kommenden Samstag lädt das Naturschutzzentrum Erzgebirge zu einer herbstlichen Pilzwanderung durch den Buchholzer Wald ein. Treff ist 9.30 Uhr auf dem Parkplatz des Freibades am Stangenwald in Annaberg-Buchholz. Es wird um vorherige Anmeldung im Naturschutzzentrum Erzgebirge gebeten, im Internet unter www.naturschutzzentrum-erzgebirge.de, telefonisch unter 03733 56290, per Fax 03733 56299 oder als E-Mail an zentrale@naturschutzzentrum-erzgebirge.de. Ja, soweit die Nachrichten und die Veranstaltungstipps am Montag. Gleich kommt noch das Wetter mit den Tagesbildern und Insekten auf Nahrungssuche. Mehr News wie immer unter kabeljournal.de. Und morgen, das kann ich Ihnen schon verraten, berichten wir unter anderem von einem Bildhauersymposium aus Leukersdorf. Wenn Sie mögen, sehen wir uns also morgen wieder, neu ab 20 Uhr bei ERZ-TV. Bis dahin, Glück auf! Es gibt einen Ziegel mit purem Wärmeschutz, der jede Dämmung erspart. Kommen Sie diesen Samstag zum Bauherrentag ins neue Eder-Ziegelzentrum und erleben Sie ein volles Programm rund ums Bauen mit Ziegeln. Eder-Ziegel pur, die wahre Natur. Diesen Samstag, 10 bis 13 Uhr, im neuen Eder-Ziegelzentrum in Freital. Weitere Infos unter ziegel-eder.de.